Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auto Werkstatt Simulator 2018 hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir haben hier unseren Mercedes und müssten jetzt eigentlich mal gucken, dass wir erstmal Geld reinkriegen. Ich weiß nicht, was noch da wäre. Motor, was weiß ich was, also relativ heftige Sachen momentan, die auch relativ viel Geld kosten würden. Ich hoffe, dass wir dementsprechend gleich mal einen Auftrag reinkriegen, der relativ einfach zu machen wäre. Wo wir eigentlich auch im Prinzip nicht unbedingt viel was machen müssten, ne? Wert des Fahrzeugs ist momentan $20.747. Den wollen wir auch restaurieren, so wie auch den anderen Kollegen, den wir gekauft hatten. Ist jetzt die Frage, wie gesagt, geldmäßig müssten wir natürlich etwas reinkriegen. Das ist zu teuer, da können wir uns nicht leisten. Jeep, Aufhängung, 33%. Ich denke mal, das ist uns zu teuer. Auch das wird uns zu teuer sein. Getriebe, nein, zu teuer. Können wir uns nicht leisten. Von daher müssen wir erstmal gucken, dass wir hier Geld reinkriegen. Also ich würde, was ich auch machen würde, wäre dass wir den Wagen eigentlich irgendwo zwischenpacken. Ich wollte ihn zwar irgendwo zwischenpacken, aber wir haben ja momentan nicht wirklich viel Platz hier. Das ist ja das Problem. Wir haben nicht wirklich viel Platz hier, aber ich finde den, nice, den Wagen. Ich finde den nice. Von daher schauen wir mal, ne? Passt auf, wir packen den erstmal ins Parkhaus. Dann wäre der zumindest hier erstmal raus. Dann gucken wir mal, dass wir einen Auftrag reinkriegen, der relativ preiswert wäre. Nein. Weil wir haben nur noch 2500 auf dem Konto. Oha, nee. Auftrag ablehnen. Das ist zu teuer. Für uns. Das ist aktuell zu teuer, echt. Ja, ansonsten müssen wir gucken, dass wir vielleicht ein paar Teile verkaufen noch. Ansonsten. Aber ich hoffe, dass wir erstmal ein bisschen was reinkriegen. Nochmal an Aufträgen, sag ich mal, Bremse von mir aus. Oder Ölfilter wechseln. Oder Auspuff irgendwas, aber hier mit Fahrwerk und allem, Getriebe und sowas, das können wir uns nicht leisten momentan. Wir haben 2500 auf dem Konto, ne? Das ist das Problem. Wir sortieren mal nach Zustand. Das können wir raushauen. Ich weiß jetzt nicht, was wir dementsprechend noch reparieren können. Oder könnten. Das Getriebe könnten wir noch reparieren, müssen wir gucken, was wir reparieren können. Ne? Werden natürlich auch wieder Geld ausgeben, das ist klar. Ersatzteillage wäre ab Level 12, das müssten wir auch nochmal hinkommen. Oh. Ne, zu viel. Oh. Leute, ansonsten müssen wir einen Wagen wieder verkaufen, das ist dann halt so, ne? Können wir auch nichts dran ändern. Und ich würde ganz ehrlich wirklich gerne den Mercedes behalten. Aber eigentlich auch gerne beide, ne? Theoretisch. Klopfen in der Aufhängung. Können wir uns nicht leisten. Auch der DLC-Wagen, ne? Wie gesagt, aber können wir uns nicht leisten. Das ist das Problem. Wir gucken mal, dass wir zum Parkhaus fahren. Dann gucken wir uns die Karre mal an. Passt auf. Sind ja zwei Karren, die wir geholt haben in der einen Scheune, ne? Wäre einmal der hier und einmal der hier. Das wäre der Sepia K-Series. Ein relativ schöner, ich würde sagen, amerikanischer Wagen. Sieht nice aus. Aber
Geldmäßig, das ist nicht so eine Sache. 18.000, fast 19.000. Würde dir bringen aktuell. Wobei man noch nicht sagen kann, eigentlich, wie die Zustände der Teile sind. Ne? Das ist das. Das ist das, ne? Ich würde gerne beide Autos direkt restaurieren. Eigentlich. Eigentlich mega gerne. Aber haben wir eigentlich nicht die Chance zu gerade. Das ist das Problem. Das ist das klitzekleine Problem. Da haben wir nicht wirklich gerade die Chance zu. Wie viele? Zwei Aufträge haben wir jetzt gerade dran. Auspuff und Getriebe. Hey. Ablehnen. Können wir uns nicht leisten, Leute. Es sei denn, wir verkaufen Wagen, dann können wir wieder Getriebe machen und alles, ne? Das ist dann nicht das Thema. Das ist dann nicht das Thema. Zustand, das hier kann auf jeden Fall weg, die Spurstange. Die können wir nicht mehr verwerten. Ölfilter kann weg. Das hier kann weg. Bremsbeläge können weg. Ja, viel ist das ähnliche, was weg kann, ne? Gummilagerbuchsen werden noch da. Ansonsten haben wir Kisten und alles. Also so viel Inventar haben wir auch nicht mehr, ne? So viel Inventar haben wir nicht hier mehr, ne? Jetzt ist die Frage, was wir noch davon reparieren können. Ja, viel ist es nicht, ne? Können wir die Felgen reparieren? Deswegen müssen wir eigentlich auch auf Dauer reparieren können, meine ich. Schauen wir mal. Aufträge. Oh, Motor, Aufhängung. Ablehnen. Also irgendwie wird das hier nichts mehr mit dem Geld, ne? Da müssen wir wirklich wahrscheinlich in Richtung Verkaufen gehen. Dann würde ich aber den Zipür verkaufen. Also wie der heißt, ne? Aufhängung. Oh. Der Wagen zieht zur Seite und hält die Spur nicht. Ich lasse ihn mal eben drin stehen und dann gucken wir mal, was noch kommt. Ansonsten müssen wir echt mal sowas machen. Für 2500. Ich weiß nicht, ob das klappt. Geldtechnisch. Das Waschbecken können wir auch mal wieder sauber machen hier, ne? Alter Falter, ist ganz schön dreckig. Na gut. Jetzt haben wir sonst hier relativ viele Scheiben. Getriebe können wir auf jeden Fall vergessen. Hier einige Papiere. Teilweise ein bisschen unordentlich hier, ne? Motor, nee. Den Flaschen rum, hier ist Dreck. Ah, da ist Dreck. Also aufgeräumte Werkstatt ist was anderes. Ne? Hier ist Dreck und alles. Ne? Das ist heftig. Aber okay. Müssen wir mal gucken. Ne? Nein. Ablehnen. Ne? Also, ihr seht, ist schon relativ schwer dann mit so wenig Geld hier mit 2500 auszukommen und einen Auftrag zu kriegen, den man machen kann. Sagt man einen relativ kleinen, sag ich mal, Auspuffanlage oder
Bremsen oder so oder Ölwechsel. Von daher, ne? Ja, Getriebe wieder mit dabei. Klar. Also was ich auf jeden Fall machen will, ich würde den Auftrag hier annehmen jetzt. Passt auf. Auftrag annehmen. Weil sonst haben wir echt keine Chancen mehr momentan. Irgendwas zu machen wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Was müssen wir machen? Das sind vier, fünf Teile, die wir machen müssen. Passt auf. Wir schieben den mal zur ersten Hebebühne. Dann gucken wir uns den mal eben schnell an. Was da Sache ist. Aufhängung. Wäre. Denken wir Spurstange. Lenkachse vielleicht, was ist hinten? Hinten sieht's. Na. Pass auf Folgendes. Diagnosefahrt. Wenn wir mal den machen, ne? Ja. Gut, dann wollen wir das mal probieren. Ich hoffe, das wird nicht zu teuer werden. Wenn es natürlich zu teuer wird, ist das natürlich eine andere Sache, ne? Vordere Aufhängung, klar. Da war schon was, irgendwas, aber das passt soweit noch. Okay. Soweit sieht es eigentlich relativ gut aus. Wie viel auf der Wagen haben? 46%. Keine Teile gefunden, ne? Keine Teile gefunden, ne? Einfach Auftrag drin? Nee. Das wäre was. Auftrag annehmen. Den werden wir annehmen. Was müssen wir machen? Lauter Auspuff. Ein Teil. Okay. Kriegen wir hin. Erste Hebebühne. Können wir so zumindest noch ein bisschen Geld rein, ne? Lauter Auspuff, wir gucken mal hier. Wobei ich denke eher, dass das hinten, ja, hinten das Teil, ne? Abgasrohr Typ A. Ja. Das ist da hinten das Teil, was wir dementsprechend tauschen müssten. Getriebe ist zu teuer. Getriebe ist zu teuer. Können wir uns momentan nicht erlauben. Vom Geld her. Abgasrohr Typ A. Abgasrohr Typ A. Das wäre das hier. Das einmal tauschen. Neues dran, okay. Wir müssen jetzt einmal Öl ablassen. Ölfilter V8. Ölfilter V8. Das ist der hier. Einmal die erste Hebebühne. Aber benutzen. Zurückstellen. Und neuen Ölfilter rein.
Und dann einmal neues Öl einfüllen, dann passt das hier, ne? Da haben wir es nämlich geschafft. Dann können wir dann anschließend nämlich dann den Auftrag abgeben. Kriegen wir wieder ein bisschen Geld dazu. Nicht viel, aber ein bisschen. So, wie viel Geld kriegen wir? Na, nicht wirklich viel, ne? 71 Arbeitslohn, 43 Abschlussprämien, naja. Gut. Besser wie nichts, ne? Zu teuer. Gut, wir machen jetzt noch eine Probefahrt mit dem einen Kollegen. Ich würde das gerne nochmal machen. Schrottplatz ist leider nicht frei. Teststrecke mit dem Fahrzeug bitte einmal. Und dann schauen wir mal so, was Sache ist. Dementsprechend. Ich bin mal gespannt. Ob Kundenfahrzeug zu Schrott gefahren. Ja, egal, wir sind eh in der Werkstatt. Aber man merkt schon, der zieht ziemlich, ne? Wir sind zu einer Seite, ne? Ja, der zieht noch zur linken Seite. Alter. Der zieht ziemlich, ne? Setzen. Perfekt. Okay. Wir schauen mal, was sich ergeben hat. Ich denke mal, die Spurachsen vorne, die, ja. Spurstangenkopf, Spurstange, genau. Die vier Teile sind auf jeden Fall defekt. Die Koppelstange VA. Okay. War noch ein kleiner Auftrag? Nee, ne? Nee. Aktuell nicht. Gut. Dann setzen wir den Wagen jetzt auf jeden Fall wieder zurück in die Werkstatt, auf die Hebebühne. Ein Teil fehlt noch. Okay. Erste Hebebühne. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter, Leute. Ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit dabei seid. In der nächsten Folge, klar. Und ansonsten schauen wir mal, ne? Also ich bin mal gespannt, was der Wagen noch hat, ne? Ein Teil fehlt noch, was wir noch rausfinden müssten. Aber gut, schauen wir mal. Aber ja, Spurstange, so ein Spurstangenstock oder sowas, das habe ich mir schon fast gedacht, ne? Das ist auch hier auf der linken Seite, ne? Auf der rechten Seite sogar. Da, die ist defekt, die ist defekt. Die Koppelstange ist defekt und... So, noch defekt. Spurstangenkopf. Ach da, ja. Lenkgetriebe könnte ich mir auch noch gut vorstellen. Dass das eventuell im Eimer ist. Aber gut, müssen wir mal schauen. Gut, also wir müssen hier tauschen. Sieht ansonsten in Ordnung aus. Das sieht in Ordnung aus. Linke Triebe würde ich sagen eher. Gut, also folgendes. Ich würde... Also rechts müssen wir den Spurstangenkopf tauschen. Links ist nur die Spurstange, rechts Spurstangenkopf, Koppelstange und. Also von daher, wir schauen das uns in der nächsten Folge an. Ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit dabei seid und sagt einem in dem Sinne bis dahin Servus. Und... Tschüss.